Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Darts. Freunde, ihr wisst ja, ich versuche jede Woche was anderes zu machen und deswegen gibt es heute eine Sache, die ich so noch nie bei Darts, okay gut, ich bin vielleicht auch einer der wenigen Darts-YouTuber, die es überhaupt gibt und Scoops kommt jetzt auch ins Bild, hallo, habe ich selten gesehen so ein Video. Das haben wir schon mal umgedreht mit Kosmetikprodukten gemacht, zeige ich Sonny ein paar Darts-Produkte und sie muss dann quasi sagen, was es ist erstens und zweitens, wie viel es kostet. Hallo erstmal. Hallo. Und was ich noch ganz kurz sagen wollte, ist, Freunde, das ganze Video ist natürlich als Werbevideo gekennzeichnet, weil sobald man über Produkte spricht, muss man das Ganze tun. Da kann Sonny auch ein Lied von singen. Das ist unser Leben, da leben wir drin, du. Im Übrigen ist Janni komplett durchgedreht auf der Seite und hat einfach mal die Angebote-Sektion so krass zugeballert. Also, das sind so kranke Angebote. Also, ich verlinke euch mal ganz oben in der Videobeschreibung direkt diese ganzen Angebote. Das ist echt heftig. Janni ist komplett. Für die Weihnachtszeit oder was? Er hat das an Halloween einfach eingestellt. Keine Ahnung, was da mit ihm los war. Es ist immer noch drin. Also, schlagt zu, bevor er das wieder merkt, dass er das gemacht hat. Und wir haben auf der Seite noch Mengenrabatte eingefügt bei vielen Produkten. Das heißt, die sind jetzt deutlich günstiger, wenn man davon mehrere kauft, wie zum Beispiel Schäfte etc., wo man halt auch mehrere von benötigt. Geschäfte, natürlich. Genau. Und ich würde sagen, Freunde, wir starten ins Video. Ich habe hier Bilder von Produkten vorbereitet und Sonny sagt uns jetzt mal, was das für Produkte sind und wie viel die kosten. Ja. Okay. Ach ja, und nächste Woche teste ich die Max Hop Darts am nächsten Freitag, also freut euch auf jeden Fall darauf. Was ist das für ein Produkt und wie viel kostet es? Also ich denke mal, das sind dann Schäfte. Das ist in dem Fall richtig. Schäfte kosten... Ich selber kurz gucken, wie viel die kosten, okay. Schäfte kosten selbstverständlich, es ist ja ein Dreier-Set, aber mit einem Mengenrabatt. Nee, Mengenrabatt kannst du jetzt, das hat damit nichts zu tun, glaube okay. ich. Also es würde es auch einen Mengenrabatt geben, aber wir sprechen vom Einzelpreis. Mhm. Mehr als 5 Euro würde ich dafür nicht ausgeben. Denkst du, wie viel kosten sie? 5. 2,20 Euro. Ah ja, okay, sehr gut. Das sind halt Verbrauchsgegenstände, die sind natürlich nicht teuer, weil es kann auch sein, dass pro Spieltag mal 2 Schäfte abbrechen. Ja. Aber bei mir ist jetzt, keine Ahnung, seit einem halben Aber Jahr keine Schäfte mehr gebrochen. Aber die Schäfte sind doch, das ist doch vor der Spitze. Nee, das, also das drehst du hinten drauf. Auf den Dart. Zwischen diesem Metall. Ja, die Spitze, dann kommt das und dann kommt dieser Ding. Was ist denn für dich Spitze? Ja, warte mal, die Spitze ist das, wo es reinpiekt. Ja. Dann kommt das. Ne, erstmal kommt ja das Metall, was zu der Spitze dazu gehört. Also ich dachte, danach kommt das Metall. Der Bell. Und dann warte, ich hol dir mal kurz einen. Ah, und das ist der Schaft. Das ist der Schaft. Ja, okay, genau. Verstehe. Das ist der Barrel, das ist die Spitze und das ist der Flight. Der Flight, okay. Genau. Okay, hast du eigentlich gar nicht so schlecht geraten, das erste Produkt. Hm. Kommen wir zum zweiten. Ja. Und zwar, was ist das? Na, der Flight. Genau. Ich sag dir, das ist ein besonderer. Das ist ein besonderer Flight. Das ist nicht irgendeiner. Ist der Master Scorpion Flight? Nein, das ist der Master Scorpion Flight. Ach ja, stimmt. Aber das ist. Du kannst den mal anfassen und vielleicht erkennst du was, weil es ist nämlich dieselbe Marke, als ob es das nicht auf Scoops fällt, ne? Also. Ja. Fass ihn mal an, so wie, vor allem wie hart der ist. Sieht auf jeden Fall schon sehr demoliert aus. Ja, den habe ich aber erst 2 Wochen gespielt. Da sieht man, was man enge Gruppen wirft. Spaß. Ich bin schlecht. Okay, und der ist besonders hart. Ja, also der auch, das ist die gleiche Marke, nur dass der bedruckt ist. Stell dir das wie ein plain T-Shirt vor und das wie ein T-Shirt, wo noch Adidas draufsteht. Aber es ist eigentlich genau das gleiche. Ich frage mich jetzt halt gerade, ob. Also, das geht ja schneller kaputt bestimmt als so ein Schaft. Ja, im Normalfall. Aber diese Flights, die heißen L-Style, mhm. die sind etwas beständiger. Deswegen, was könnten die kosten? Ist es immer nur einer, den man kriegt? 3. Ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen mehr als ein Schaft kosten, weil die halt so besonders aussehen. Weil die besonders beständig sind. Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen 7 Euro. 6,20 Euro. Oh, aber habe ich gut gemacht, ne? Und die halten ewig, also die kannst du, keine Ahnung. Ich habe mit dem Set davor, glaube ich, 4 Monate gespielt und auch noch nie einen Schaft gebraucht. Das sind auch L-Style Schäfte hier. Ja. So, jetzt wird es aber ein bisschen interessanter, weil wir können ja nicht bei solchen Sachen bleiben. Was kosten diese Phil Taylor Darts? Oh, die Darts... Mit den neuen Swiss Points. Also warte mal, man kriegt dann nur das. Ja, nur das untere. Okay. Aber das untere ist logischerweise das teuerste am Dart. Ja, okay, das ist ja auch am schwersten und es bleibt ja auch am längsten. Ja, Van Gerwen spielt dieselben 3 Darts seit 15 Jahren. Ja, dann sage ich mal, die kosten 80 Euro. Und die kosten 99,95. Oh Mann, aber ich bin gut. Ja, ich rutsche immer in die guten Richtungen. Ja, hast du geguckt? Nein. Okay, gut. Wie viel kostet dieses Dartboard, das Bulls Classic? Okay, das ist es also das Standard-Dartboard oder ist es ein... Das kann man nicht so sagen. Okay, ich denke mal, das Dartboard ist das teuerste am ganzen Spiel. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Es gibt da sehr große Preisunterschiede, deswegen ja. habe ich mir das hier rausgesucht. Okay, dann kostet das 50 Euro.
Ja, ist nicht schlecht, sind 39 Euro. Ja, okay. Es gibt auch eins, das sieht genau gleich aus, kostet 110. Also ja, ich hatte irgendwie halt auch 100 im Dings, aber du hast das jetzt gerade so gesagt, dann dachte ich mir, okay, das ist bestimmt eins von den günstigeren. Ja. Ja, so ein gutes Weihnachtsgeschenk. Wie viel mehr kostet ein Phil Taylor Trikot als ein Raymond van Barneveld Trikot? Ja, okay, Phil Taylor ist halt Kult. Keiner Zeitnieb an Barney an der Stelle. Das Doppelte. 10 Euro. Ach Mann. Ja, 64,90 und 54,90. Ja, okay. So, den haben wir bei mir im Zimmer ja zu Genüge liegen sehen. Ich habe aber jetzt eine andere Lösung als zu dem Zeitpunkt. Aber was kostet diese Bulls Dartmatte? Der Teppich mit Abstandmesser und dem Oki drauf. Den ich euch, by the way, nicht empfehlen würde. Weil er so ein Flusenfänger ist. Ich würde es unglaublich. Was ist das für ein Material? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich musste da immer runtergehen und mit einer Fusselrolle das runtermachen. Und da, die ist leer gegangen bei diesem Akt. Lasst mal ein Like da, Leute, wenn ich euch zeigen soll, wie meine derzeitige Lösung ist. Und ich würde sagen, die ist ja nahezu perfekt. Ja. Okay. Also was würdest du denn sagen, kostet der trotzdem? Oh, das ist voll schwer. Ja, 40 Euro. Nicht schlecht, 59,90. Ah, okay. Ich wollte eigentlich erst 60 sagen. Finde ich aber auch echt nicht günstig. Nee, ich finde es auch das echt teuer. Find ich teuer, muss ich auch sagen. So. Aber es ist ja auch groß. Also man kriegt schon was Großes und es ist auch eigentlich eine gute Qualität. Und ich finde, dass man da kein Fließmaterial oder was auch immer das ist. Auf der oberen Seite, ne? Die untere Seite war gut, die war mit Gummi, das hat gut gehalten. Aber das obere, das kann auch einfach was Glattes sein, was man gut absaugen kann, bitte. Ja. Nicht, Schubi, du hast nämlich so doll. Ja, ist echt, der ist schuld. Du bist schuld, Schubi. Du musst mir den neuen Teppich kaufen. Also erstens, was ist das und wie viel kostet das? Das ist ein Set von... Ah, das Marcel Scorpion Set, oder was? Ja. Das Ding kostet ja allein schon 40 Euro. Das ist ein bisschen besser, das Board, als das Okay, hier. Aber ein Set ist ja immer günstiger. Dann würde ich mal sagen, das Set kostet 130 Euro. Na, nicht schlecht. Es kostet aber nur 109,90 Euro. Ach, okay. Das war nicht gesetupt. Wir machen jetzt hier nicht Sonny macht redet Darts voll gut, Freunde. Das war nicht abgesprochen. Okay. So, jetzt guck mal nämlich, weil das interessiert mich, ob du das jetzt weißt. Wie viel kosten die hier? Martin Schindler da. Sind die teurer als deine? Ja, bestimmt, weil er bekannter ist, ne? Ich sag dazu nichts. Und du weißt auch nicht, was meine kosten. Nee, ich weiß. Das habe ich mir auch gerade gesagt. Ja. Okay, wenn die Schäfte alleine... Nee, was ist das nochmal? Ich vergiss mal die Schäfte und alles. Das bezahlt man bei so einem Set nicht. Okay. Denk mal an Phil Taylor da. Dann, ich hab keine Ahnung. Vorhin haben wir sie doch gehabt. Echt? Was hat mir für ein Video gekostet? 99,95. 99? Ja, dann kosten die jetzt 79. 72. Oh, aber gut, oh mein Gott. Ja, aber etwas günstiger als für Taylor Darts sind sie dann doch. So. So, jetzt, was kostet dieser Lichtring, den ich auch verwende? Okay, Elektronik ist ja immer nicht ganz so billig. Ich würde sagen, es kostet 49. Der kostet 100 Euro. Boah, krass. Aber der ist auch richtig krass. Ja, das ist echt geil. Das ist ja wirklich für dich so voll das Gamechanger-Ding. Das ist absolut beste Erfindung der Menschheit. Ich verlinke euch die Produkte auch unten, wenn ihr sie euch mal selber anschauen wollt. So, was kostet... Also erstens, was ist das wohl und was kostet es? Ein Case für die Darts. Mhm. Was hast du auch? Muss ich manchmal hier runterbringen? Wobei, ich habe es immer in dieser Umhängetasche. Ich habe jetzt fast alles selber. Aber das liegt auf jeden Fall hier auch in deiner Wohnung. Das habe ich nicht, das habe ich nicht. Aber sowas in der Art hast du. Ja, das Rote. Ja. Nutze ich aber seit einem Jahr nicht mehr. Also was kostet 10 Euro? 17,90 Euro. Okay, aber ich bin in einer guten Preisregion. Ja, du bist nicht schlecht, auf jeden Fall. Kann man nichts gegen sagen. Was ist das und wie viel kostet es? Ah, ich weiß, wofür das ist. Das ist, um die Spitzen zu schleifen. Ja, das ist ein richtig. Ein Schleifstein. Okay, ein Schleifstein kostet 8,99 Euro. 1,71 Euro. Oh, krass. Ja, das ist nicht ja, teuer. Ja, die schleifen sich auch ab und dann hat man die nicht mehr. Ja, das ist aber geil. Also ich glaube, ein Schleifstein, keine Ahnung, wie viele Darts-Spitzen der überlebt. Also ich glaube, du brauchst eigentlich nie einen zweiten kaufen. Was kosten diese Van Gerven Limited Darts? Boah, Mann. Also die von Phil Taylor haben 99 gekostet. Dann kosten die von Van Gerven auch 99. Sehr nah dran. Kosten 104,90 Euro. Das ist auch eine krasse Edition. Ja, die sind gold, die sehen voll hübsch aus. Ja, die hatte ich auch zu Hause, die haben wir verlost. So wie alles, was ich jemals hatte, verlost wurde. Ja, Leute, ich würde sagen, da hat Sonny sich eigentlich gar nicht so schlecht ja, gemacht. Ja, ich habe mich voll gut geschlagen. Das war schon nicht schlecht. Du weißt auch die ganzen Sachen. Nee, du hast mir am Anfang die Sachen gesagt, wie die heißen. Ja, gut, ganz am Anfang muss ich dir ein bisschen helfen. Ich habe ihn als Beispiel genommen. Eine Spitze, der Dart. Wie heißt der?
Bist du in der Mitte? Barrel? Schaft? Flight. Ja, es gibt noch Leute, die haben da oben so einen Flight-Schoner drauf. Dann kannst du theoretisch auch noch. Ist das auch noch ein Einzelteil hier? Dieses? Okay. Das hier. Ah, okay. Das ist halt bei diesem L-Style dann. Das tust du hier rein. Da ist halt so ein Loch drin, siehst du? Mhm. Und dann schiebst du das hier drauf und dann hält es halt richtig gut. Und dann, wenn ein anderer Dart kommt, dann wird das, da kann er nicht im Barrel stecken, kann nicht im Schaft stecken bleiben, sondern gleitet daneben. Mhm. Ja, ist eigentlich ein ziemlich nice System. Okay Leute, dann würde ich sagen, nächste Woche wird dann wieder ein bisschen gezockt, aber ich dachte mir, die Abwechslungsstreak muss aufrechterhalten werden und deswegen gab es heute halt mal dieses Video hier. Lasst gerne eine Bewertung da, checkt gerne die Produkte ab, sind alle verlinkt in der Beschreibung und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao!